So, dann... Das ist ein teures Loadout, wenn man das mal so sagen darf. Bei dir auch. Ja. Wobei, teuer ist ja auch relativ, wenn man alles davon geschenkt bekommen hat. Ja, ich habe den Hunter jetzt einmal so mit den beiden Waffen. Gekauft? Den Hunter, okay. Ja. Boah, es ist aber echt krass dunkel hier. Ich kann ja nur so gerade die Grunts vor uns hier sehen. Ja. Hoffentlich ist da hinten keiner gespawnt, sonst haben wir noch ein anderes Problem. Ich sprinte jetzt einfach rüber und hoffe, dass ich nicht one-shotted werde. Okay, ich glaube, ist keiner gespawnt hier. Clou ist, ach, die ist da hinten. Okay. Das ist wieder so eine Map, die ist so dunkel. Da willst du eigentlich gar nicht spielen. Ja. Nebel, dunkel. Und wenn du nicht gerade im Mondlicht bist, kannst du vergessen, dann siehst du gar nichts. Ein paar Erfahrungspunkte hier mit der Crown and King machen. Dann gehen wir zum Slaughterhouse. Ein Wunsch, den ich sehr oft gehört habe. Das ist der andere Boss dann. Ja gut, aber sonst müssen wir ganz hochlaufen. So, ja, nee. Ein Wunsch, den ich halt sehr oft gehört habe, aber wo... das so gut oder eher schlecht ist, ist, dass es auch so ein Wetter, so Gewitter, ja, Regen gibt. Einerseits, das würde zwar gut ins Spiel passen, aber es wäre halt auch wieder... Wenn es dann Nacht ist und dann regnet und stürmt und alles... Dann siehst du halt eigentlich keine Gegner mehr und wie du hörst. Oh. Okay. Die würde ich, glaube ich, gerne töten. Louis hier oben im Haus drin, glaube ich. Ja. Das ist eher Richtung Davant auf unserer Seite von Davant. Gehen mal die Clue kurz holen und dann gehen wir weiter. Ja, die ist auch schon genommen hier. Also wirkliche, richtig gute Distanzwaffen haben wir ja beide nicht. Nee. Beide eine Dolch. Wir müssen schon gucken, dass wir da irgendwie näher rankommen. Deswegen gehen wir durch das... Nee, ich würde schon jetzt gegen die Fighten gehen. Wenn wir schon wissen, wo sie sind, dann können wir... uns derer auch erstmal entledigen. Ja. Geh mal am besten durchs Feld hier vorne. Vorsicht, Amot. Da hinten hat jemand Flares geworfen. Ja. Die kommen hier durchs Feld. Die Richtung. Da vorne irgendwo. Bomblends. Ich treff nicht. Nein, okay, was? Einer tot, einer tot. Der hatte die Bomblends. Ja, gut. Weiß nicht, wo sein Kollege ist. Oh, ich werfe meine Frag einfach irgendwo ins Feld.
Ja. Kein Hit. Steps, da die Richtung. Ich werf eine Hive dahin. Mhm. Oh, oh, am Zaun. Okay. Ein Hit. Zwei. Ich weiß leider nicht, wo er hin ist. Nee, ich auch nicht. Ah, oh, auf mich. Von hinten. Ja, der eine muss da drin hocken, aber ich glaube, da kommt noch ein anderes Team. Vielleicht erstmal hier ins Haus. Oh. Das ist nur Officer. Ja. Trifft aber auch nichts. Ah, ja. Nicht, dass jetzt ein Mate hochholt, ne? Ja, guck, da kommen die anderen. Ja, wir können halt jetzt nicht da. Ich sehe ihn da vorne. Er war gerade im Wald. Okay, einer ist tot. Da vorne ist er. Ich schieße, wenn ich kann. Ne? Der ist jetzt gerade zu seinem Teammate. Die anderen kommen aber hinter uns. Das ist eher problematisch. Auf dem Dach vorne. Einer Hit. Aua, aua, aua. Vorsicht, aua, Deckung, aua. Deckung, Deckung. Wir sind im Kreuzfeuer. Such dir erstmal Deckung. Auf dich? Nee. In Town sind auch wieder Steps. Der ist im Osten auf dem Dach. Oh. Pass auf an den Fenstern hier. Du kannst ja, dich nicht einfach so zeigen oder so. Dann schießt er dir alles ab, was da kann. Leider nicht so gut, was Schlitz-Aim angeht von hier. Leider kein Hit. Oh, ich war doch schon hinter der Wand. Ja, der kommt aber auch jetzt hier einer rein bei uns. Oh, come on. Sehr gut. Der aimt hier das Fenster ab. Andere Kollege ist da vorne. Choke Bomb. Ah, die ist mir egal. Die sollen erstmal den anderen da töten. Ja, ja, genau. Mach mal. Ja, der ist hier oben drin. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt kann ich dich holen, ist nochmal ein Unterschied. Nee, ich habe auch nur sehr gut gesagt. 9. Ah, Vorbrücke. Noch ein Team. Ich probiere dich aufzuheben. Ah, fuck, ich komme nicht ran. Ah, der Wallbang mich nachher noch, wenn er meine Waffe sieht.
Kannst du vergessen. Die Waffe liegt da im Weg, sonst könnte ich dich vielleicht schon aufheben. Du brauchst es oben in Puerto Rico mit zwei Ausgängen, aber mindestens drei Teams sitzen hier unten rum. Ja. Also eins ist ja jetzt tot, aber da sind noch zwei andere. Soll mal aufhören hier. Ah, dankeschön. So viel Lärm hier. Armored Meathead, alles ist am rumbrüllen. Da am Fenster pieke ich auf keinen Fall. Ich bin ja nicht suizidgefährdet. Dann hat er wieder ein Glück! Ich weiß halt nicht, ob der Typ immer noch da hinten hockt. Zwei sind auf jeden Fall hier vorne. Ach komm, ich check mal. Ich versuch's. Okay, danke. Ich heil mich. Vielleicht da in den Nebenraum hier mal rein. Ja. Pass nur auf, wenn da jemand was reinwirft. Ja klar. So Sachen zum Rauswerfen. Einer ja, steppt nämlich Richtung Nordwesten rum. Vielleicht kannst du da irgendwie was. Pass aber an den Fenstern auf, nicht dass die dich direkt wegschießen. Und die Tür vor allem. Merkt ihr, was ich zu den offensichtlichen Spots gesagt habe? Nee. Oh, what? Oh. Ah, jetzt, die fangen an zu wallbangen hier, die haben die Schnauze voll. Einer umläuft uns, der andere ist immer noch im Feld. Ja, da ist hinter uns, ja, ne?
sind bei dem Norden vor der Tür. Einer Hit. Ich hätte eine Frag. Kannst du einfach mal irgendwo rauswerfen. Besser als, dass du sie gar nicht benutzt. Oh, hier ist er. Oh nein, den habe ich doch safe ge... Oh, mit Doppel-Uppercut wahrscheinlich. Ich liege auf der Treppe ganz safe eigentlich. Ja, aber der andere ist auch noch da oben, oder nicht? Nee, glaube nicht. Ich glaube, der kam unten rein gerade. Ja, der, den du jetzt gerade... Der hockt bestimmt oben an der Treppe. Kann ich zum Werfen? Nee. Scheiße. Ich kann mir hier eine Laterne nehmen. Oh, what? What? Wieso wirft denn der das dahin?